Nein, die Musik will ich nicht. Gefällt dir die Musik nicht? Ich hätte gern etwas schwungvoller. Dann hätte ich gern bewegender. Ist es bewegen? Wie sieht ruhiger aus? Bequelle! Geil! Spiel einfach, was dir gefällt, so. Mach den Marktplatz. Alex? Ist es nicht Alex, der Standardheld? Egal, reden wir mit ihm. Guten Tag, Reisender. Ich heiße Lazarin. Lazarin, wie auch immer. Du schaust ein wenig orientierungslos rein. Kann ich dir helfen? Ich brauche Informationen. Ich fühle mich irgendwie nackt. Kannst du irgendeine Adresse, wo man hier Waffen und Rüstung und so kaufen kann? Waffen und Rüstung? Nein, tut mir leid, so etwas gibt es hier nicht. Hallo Grandy. Nein, ich brauche nichts. Tut mir leid. Ich glaube, das müssen wir auch ein bisschen warten. Haben wir oben was? Ich kann nicht mit den Leuten zu reden. Ach, hier ist das Schildkrötenrennen. Ach ja, da sind ein paar meiner absoluten Lieblingscharaktere, aber nein, so weit sind wir noch nicht. Schildkrötenrennen will ich noch nicht machen. Nein, ich will noch nicht ins Inn. Mit dem Nachbarn will ich auch noch nicht reden. Hier ist das Rathaus. Hier sollten wir vorsichtig sein. Brandbrit hat hier alle Posten mit loyalen Gefolgsleuten besetzt. Genau. Ah, dieser Egoist vom Dienst. Ja, hallo! Ah, das ist aus Zelda Memorias Mask, das Bürgerhausbüro. Guten Tag! Ich bin der Elvidion Senkefried, Sekretär des Bürgermeisters. Was wollt ihr? Herr Senkefried, wir würden gerne beim Bürgermeister vorsprechen. Na dann, mal los. Er hat gerade mal Zeit, aber macht's nicht zu lang, versteht ihr? Ja, genau. Wissen wir überhaupt, was wir sagen wollen? Egal. Seid gegrüßt und fasst euch kurz. Ich bin der Bürgermeister Deppert. Dornbusch. Und wie immer sehr beschäftigt. Sieht man, mit rumsitzen oder wie? Guten Tag, Herr Bürgermeister. Wir sind neu in Düsterburg und wollen euch ein paar allgemeine Fragen stellen. Entschuldigt bitte, ich bin der Bürgermeister, kein Reiseleiter. Beglatsch und Tratsch sind Wirtleute, Pfaffen. Flaschen? Flaschen? Und, senile Mütterchen da. Okay, komm später wieder. Oh! Geil, oder? Wuff! Ja, eine Katze. Na, ich glaube, da sind wir später dran. Ich hab vergessen, was wir als erstes machen. Ah, ein Haus. So, hier ist ein Haus. Verschlossen. Merkwürdig, da drin brennt überall Lichter. Wenn ich mal einen fände, der das Schloss für mich öffnen kann. So. Wo suchen wir Leute, die Schlösser knacken? Wo wohl nur? Ja. Schande, Schande. Aber ich liebe die Musik. Gehen wir erstmal hier ins Polizeirevier. Wo sonst sollte man Leute finden, die, Schlösser knacken? Guten Tag, ihr seid nicht von hier, oder? Was kann ich für euch tun? Ich möchte, mit einem Gefangenen sprechen. Da müsst ihr euch erst beim Hauptmann die Erlaubnis holen. Okay, gehen wir zum Hauptmann. Kam ich direkt an die Erlaubnis? Seid gegrüßt, ich bin Terat Al-Run, Hauptmann der Wache. Was wünscht ihr? Ich will den Gefangenen sprechen. Welchen Gefangenen wollt ihr sprechen? Den irren Asker, der ist geil. Nee, warte mal. Tut mir leid. Nein, ich möchte doch nicht. Warte mal. Ich muss mal eben an. Ich muss mal kurz überlegen, was wollt ihr denn machen? Ich will die jetzt alle noch nicht sprechen. Ich gehe mal eben kurz ins Siechenhaus. Da haben wir nämlich auch. Also eigentlich ist das hier eigentlich gar nicht so einfach, der Teil, aber... kann ich euch helfen? Ihr könnt mir da rein. Habt ihr einen besonderen Grund dafür? Wir wollen uns nur mal umsehen, es tut mir leid, aber... Wir sind Wissenschaftler. Wir sind aus dem fernen Königsberg gekommen, um Geisteskrankheiten zu erforschen. Und dies scheint uns der geeignete Platz zu sein. Ich bin G.A. Young und das ist meine Kollegen Dinkwood Light und Elisabeth Toner Gaul. Na, mit solchen Namen könnt ihr nur Wissenschaftler sein. Tretet ein, nur Wissen. meldet euch bei Alfong Einbein. Alfong Einbein, ja genau. Ich würde mal sagen. Nein, mit dem Verrückten rede ich nicht. Das
Okay, das ist lustig. Hallo, ihr seid neu hier. Ich bin Helmine. Die Hüterin. Bist du sowas wie eine Art Krankenschwester? Krankenschwester? Wir brauchen hier doch keine Krankenschwestern. Ich dachte, das sei ein Sanatorium. Wie kommst du denn auf so eine alberne Idee, ein Sanatorium mitten im Wald? Ich bin die Herrscherin, Hüterin des dieses Waldes. Was für ein Wald denn? Ich sehe nur Mauern und Gitter. Oh weia, du bist ganz schön durchgedreht, Junge. Geh mal zum Augenarzt. Ohlalalalal. Die Vergangenheit dreht sich um die Zukunft, um das Chaos, um das Nichts. Entschuldigung bitte, ich bin nur ein ungebildeter Krieger, das ist leider zu hoch für mich. Die Fliege dreht sich um das Schnitzel und das Mühlrad um die Achse. Ach so, warum nicht gleich? Das ist, dass ihr Problem seid. Ah, geil. Hey da! Beuge dein Haupt vor dem heiligen, vor der heiligen Inquisition. Ihr seid eine Inquisitorin? Dann solltet ihr mal nach draußen gehen, da bekommt ihr eine Menge Arbeit. Schweigt, niederer Wurm. Und jetzt rede, bevor ich dir die Daumenschrauben anlegen lasse. Ihr müsst euch schon entscheiden. Reden oder schweigen. Spiel nicht... Was? Spolle nicht... Was? Spolle nicht, Made? Egal. Lasse ich dir die Zunge abschneiden. Ach, wisst ihr... das wird mir jetzt zu dämlich. Bleib hier, du jämmerlicher Wicht. Die eiserne Jungfrau wartet auf dich. Ich habe die Macht. Die Macht! Die Macht! Ist klar, dass du da drin bist. Hey, du! Komm mal her! Wir haben so geile Verrückte hier. Das ist so geil. Geil! Schon gut, Fifi. Weitermachen. Mal kurz was gucken. Nein, mit der rede ich nicht. Die macht Schaden. Hey, da Junge! Komm doch mal zur Tür! Ich, Brutusli, ich, Tigelklaue, ich kämpfen, du Stermia. Oh, der Arme. Hat sie selbst K.O. geschlagen. Benehmt euch ja anständig, auch was, wir spielen lieber mit den Verrückten. Seid gegrüßt, werte Gäste. Ich bin Dr. Alfons Einbein, Leiter des Sanatoriums. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Berichtet mir von euren Patienten. Für den interessantesten haben wir hier ein faszinierendes Spektrum an Geisteskrankheiten zu bieten. Harmlose Fälle wie die grünhaarige Herminia, die sich einbildet, sich immer im Freien zu befinden, auf grünen Wiesen und Wäldern, oder der junge Tarius, der sich völlig von seiner Umwelt abschottet und nur für seine Musik lebt. Die weniger harmlosen Fälle, da haben wir zum Beispiel den jungen Bruce, der sich für eine Kampfmaschine hält und sich in jedem zeigen will, der ihm zu nahe kommt. Oder aber... frühere Waldläuferin Liria und Federschwinger, sie leidet in der klassischen Form von Lykantrophie. Bei Vormut glaubt sie, sich in einen Werwolf zu verwandeln. Normalerweise könnten wir sie daher meistens frei umherlaufen lassen. Aber durch diese verwünschte Sonnenfinsternis haben wir faktisch rund um die Uhr Vollmond. Dr. Einbein gibt noch einige geschlagene Stunden lang erschöpfende Auskunft zu allen Formen geistiger Abnormalitäten. Er berichtet von multiplen Persönlichkeiten über paranoide Zwangsneurosen bis hin zu der Auffälligkeit bei akuter Schizophrenie. Toja? Uff, Herr Doktor, das war jetzt wirklich eine geballte Ladung Wissen. Ja, wir müssen gehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Später müssen wir auch mit einem der Patienten richtig arbeiten. Ach, ich glaube, das ist da oben die Werwölfe, ne? Die so ein bisschen durchgedreht ist. Und, ne, ich bin ein Hund. Grandy, als ein Mann eben den Namen von diesem Jungen erwähnt hat, Tarius, da ist mir wieder ganz anders geworden. Oh, also so schrecklich finde ich den Namen schon auch wieder nicht. Ich meine, dass mir der Name bekannt vorkam, Grandy. Ach so, naja, vielleicht finden wir ja noch einen Weg, ihn kennenzulernen. Wisst ihr was? Auch wenn er es jetzt gucken wird, das wird das Ende sein von dem Part, das ist dann jetzt die zweite Hälfte davon und so weiter. Können wir ja nochmal rein und mit Tarius reden? Ich will mit Tarius reden. Ah, ja, komm, mach die Tür auf. Ah, da seid ihr wieder. Wartet, ich schließe euch die Tür auf. Ja, komm, ein bisschen schneller. Was? Wissenschaftler laufen auch in Rüstung rum. Also, es ist natürlich... Es sind gefährliche Zeiten, ja? Kann ich da rein? Entschuldigt, aber der Zugang, ja, ist nur... Steht da hinten kein Schild. Seid grüßt, was kann ich für euch tun?
Erzählt uns was von Tarius. Oh ja, ein faszinierender Fall. Er wurde vor ein paar Jahren in dem Spukhaus gefunden, das sich jetzt in der Nähe befindet. Die Götter mögen wissen, was er dort gesehen hat. Auf jeden Fall sprach er seit diesem Tag kein Wort mehr. Er drückt sich lediglich auf eine andere Weise aus. Musik. Nach einigen kleinen Kompositionen scheint er jetzt an einem großartigen Zyklus zu arbeiten. Diese Musik hat etwas ganz Zauberhaftes. Auf verschiedene Kreaturen hat sie ganz unterschiedliche Wirkungen. Sie ist zum Beispiel, eine Zelle, singt er mit den Kompositionen begonnen hat, völlig frei von Ungeziefer. Er ist angeregt, seine Eltern kamen ihn anfangs besuchen, aber sie sind beide vor ein paar Jahren gestorben. Er widmet die meisten seiner Kompositionen entweder ihn oder seiner Schwester und das ist das verwunderlich. Nachdem die Eltern tot waren, ließ ich nach seiner Schwester suchen, damit er nicht völlig vereinsamt, aber sie waren nirgends aufzutreiben. Mehr noch, niemand ist im ganzen Ort kann sich daran erinnern, dass jemals eine Schwester existiert hätte. Woher wissen die es dann? Können wir ihn sehen? Das ist, kann ich euch nicht erlauben. Er ist ein Fremden gegenüber sehr eingeschüchtert. Als der Wärter, der ihm gewöhnlich das Essen bringt, einmal krank wurde, akzeptierte er nur mich als Ersatz. Unbekannte machen ihm Angst. Ja. Okay. Ja. Wir wollen kleinen Jungen, Libra hat gesagt, sie meint, den Namen zu kennen. Das heißt, wir müssen jetzt an diese Person rankommen. So, wir erfahren jetzt, dass er coole Musik macht und die ungewöhnlich auf verschiedene Dinger einwirkt. Ich glaube, jetzt müssen wir sogar hier hin. Da seid ihr ja wieder. Was gibt es heute? Nee, dann war es hier noch nicht. Scheiße. Ich rede nochmal kurz mit dem Einstein oder ein Bein, je nachdem. Also, wundert sich nicht, dass wir rein und raus gehen? Rein und raus gehen? Der kann doch die Tür auflassen, oder? Guck mal. Moment, rede nochmal kurz mit ihm, seid ihr grüßt. Nein, okay. Gut, muss ich vorhin noch was anderes machen? Was muss ich denn davor machen? Ich glaube, da dürfen wir noch nicht runter, oder? Doch, dürfen wir. Also, wir haben da... Kerl mit dem Sarg. Komische Frau und... Ja, hier ist auch noch eine vierte Zelle. Die ist auch ganz interessant, aber... Das mache ich jetzt noch nicht. Gut, dann wollen wir jetzt mit dem einen Kerl da sprechen. Dem in der dritten Zelle. Da sagt ihr ja wieder, was gibt es? Ich will einen Gefangenen sprechen. Dazu, gibt es an meiner Seite nichts mehr zu sagen. Echt? Kann ich meine Hilfe anbieten? Was? Achso, ja, okay, Moment. Also wir haben jetzt gesagt, wir wollen nur Hilfe anbieten. Und oh, so viel Hilfe ich kann in einem Tag. Und wir haben heute ein neues Motto. Helfen so gut es geht an einem Tag. Und so. Ein Mann, der trifft sich gut. Einer seiner Männer ist verloren gegangen. Ja, bei so komischen Widdern. Ja, ich kann mich daran erinnern, da sind ein paar Widder gesehen zu haben. Diese Biester sind die Underwandern Finsternis aggressiv bis zum geht nicht mehr und stark sind sie auch. Mein Mann hatte keine andere Möglichkeit, als sich auf einen Baum zu flüchten. Tja, und jetzt sitzt er da immer noch. Gut, ich gehe runter und hole ihn. Naja, da gibt es noch ein weiteres Problem. Ihr könnt nicht immer so reinspazieren. Wenn ihr der Gatte öffnet und ein paar von den Biestern entwischen, nicht auszudenken. Jo. Deswegen müsst ihr den Weg nehmen, den er aufgewählt hat. Über den Wehrgang. Moment! Davor trainieren Knochenmänner des Herzogs. Ihr erhaltet eine Rüstung der Wache. Damit werden sie euch nicht behelligen. Der Zugang zum Wehrgang befindet sich jedoch außerhalb des Stadttors. Da es euch jedoch nicht erlaubt ist, die Stadt zu verlassen, müsst ihr mit Hilfe eines Seils auf den Wehrgang klettern und so weiter und so weiter und so weiter. Ich bereite alles vor. Hier habt ihr es. Mal die Rüstung und ein weiteres Seil. Und vergesst nicht, die Rüstung auch anzuziehen. Ja, ich denke mal, das mit ein paar durchgeknallten Schafen machen wir jetzt noch. Okay. Denkt ihr auch von alleine daran, die Rüstung anzuziehen? Natürlich denkt er nicht von alleine daran. Ach komm. Ja, Rüstung. Yay! Ja, yeah, wir sind eine Wache. La 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 la. Hi, wie geht's?
Na komm, lass mich durch. Ich bin Wache auf Dienst, ja. Hallo, wie geht's? Lalalalalala. Oh Gott, Killerschafe. Da drüben kann ich nach unten klettern. Ja, befestigt. Nach unten klettern. Hallo da oben. Hallo da oben. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Komm mal bitte runter, damit wir abhauen können. Bist du nicht ganz bei Trost? Die Biester da unten werden mich zerfleischen. Dann versauern wir doch da oben. Wie bitte? Ihr kommt, könnt mich doch nicht einfach hier sitzen lassen. Wartet, ich komme runter. Boah, das war jetzt sauber. Ihr habt mich gerettet. Bitte entschuldigt meinen ruhigen Ton eben. Ich werde euch mein Leben lang dankbar sein. Granny Stufe 13, Uli Stufe 15, lieber Stufe 14. Das war jetzt gerade die Musik aus der Gerudo-Schlucht, ebenfalls aus Zelda, also. Das ist, einfach nur froh, dass ich das schnell genug wegkam. Da wurde ich dann. Entschuldigung, falsches Seil. Hier dieses Seil. Nach unten klettern. Entschuldigung, dass du auch noch wählerisch mit deinen Seilen bist. Also, hey, wir gehen jetzt in der Rüstung hoch. Ha, 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 la, 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 la. So. Hallo. Hervorragende Arbeit. Ihr habt der Stadtwache einen großen Dienst erwiesen. Wie kann ich mich revanchieren? Könnt ihr uns sagen, wie wir die Stadt verlassen können? Dafür benötigt ihr eine Reisegenehmigung vom Bürgermeister Jeppert Dornbusch. Wartet, ich stelle euch eine Empfehlungsschreiben für den Bürgermeister aus. Du hast da noch ein Stück Papier liegen, aber... Hier bitte, legt das dem Bürgermeister vor, damit sollte die Ausreise für euch kein Problem mehr darstellen. Ach ja, und könnt ihr die Rüstung wieder bekommen? Oh, die ist so warm und kuschelig, Mann. Natürlich, bitte. Jo, da klingt wieder Aufzug. Ja, grüß, schön euch wiederzusehen. Leider habe ich mir nicht Zeit. Wie kann ich euch helfen? Wir möchten mit einem Gefangenen sprechen. Ihr habt der Stadtwache angerufen. Wen wollt ihr denn sprechen? Den Irren Asgar? Wir möchten Burger, den Bürger. Bürger, Bürger, also. Wisst ihr ja, ihr wisst ja, dass er da einsetzt, weil er die Angewohnheit hat, allen Frauen über die Straße zu helfen? Wie bitte? Schaut nicht so verdutzt. Ich wollte nur eure Reaktion testen. Bürger sitzt natürlich ein, weil er alte Frauen im Schlaf erwürgt hat. Warum wollt ihr ihn sprechen? Für die Wissenschaft! Ich arbeite an einer Arbeit für das Verhalten von Massenmördern. Euer Gefängnis würde mir da wärmstens empfohlen. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt geschmeichelt fühlen soll. Aber bitte, so sagt dem Wächter unten, ich hätte meine Erlaubnis. Sonst noch was? Nein. Wir sind... Verhaltensforscher von Geisteskrankheiten und von Massenmördern. Mann, haben wir eine Ausstrahlung, wirklich. Hallo, ihr wollt mit den Gefangenen reden? Ich hoffe, ihr habt eine Erlaubnis dafür. Natürlich habe ich eine Erlaubnis. Ach ja, so ist das. Und welchen Gefangenen wollt ihr sprechen? Burger, den Bürger. Wenn das so ist, dann haltet euch mal Spätzchen da, vergesst nicht, ich habe euch im Auge. Hey, du da, Gefangener, komm mal her, wir mit dir reden. Was gibt's denn, Chef? Ich wollte ein wenig, ich hoffe, es ist wichtig. Burger mag's nicht so gern, wenn man ihn ohne Grund rumscheucht. Ich will wissen, warum du hier einsetzt. Was soll das? Bist ein Seelenklempner aus der Klapse oder einfach nur ein kleiner Perverser? Keines von beiden. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der sich im Öffnen von verschlossenen Türen auskennt. Ist kein Problem, Chef. Ich hol mich hier raus und ich mach dir jede Tür auf, wie du willst. Selbst wenn ich wollte, könnte ich nichts tun. Ich bin neu in der Stadt und verfüge über keinerlei Einfluss. Na gut, Chef, ich zeig's dir, wie es geht, aber umsonst ist es nicht. Wie viel? Da merkt man, dass du dich in Knast kein Stückchen auskennst. Was soll ich hier mit einem Sack voller Taler? Aber ich habe die Nase voll, immer nur dieselben Strohhalme zu nuckeln. Mal wieder ein Pfeifchen wäre was Feines. Bloß mein Tabak ist alle, besorg mir einen leckeren Königsberger. Knagler, Knassler und wir kommen ins Geschäft. Und vergiss nicht, ein paar Dietriche mitzubringen, die brauche ich für den Unterricht. Okay. Ja, wir lernen bei einem Massenmörder Schlösser knacken und... Als erstes... Ja, es gibt hier so vieles, was man machen muss. Oh, na. Gehen wir jetzt eben noch vielleicht shoppen. Ja, genau, wir gehen jetzt ganz gemütlich shoppen. So. Mal, hier konnte man ja auch Dietriche kaufen. Guten Tag, ich möchte gerne was kaufen. Und zwar haben wir einmal Dietriche. Ich glaube, da müssen wir zwei kaufen, aber... Und Königsberger Tabak. Okay.
Oh, das mache ich jetzt noch, also. Ja. Zur Not habe ich jetzt irgendwann mal das Ding geteilt, weil es uns zu lang wurde oder auch nicht. Keine Ahnung, werden wir sehen. Oh. Warum muss ich mir nicht schon wieder die Genehmigung reinholen, weil es kann ja lange dauern sonst. Aber Aska! Ah, da bist du ja wieder. Hast du alles gekriegt? Ja, ich habe alles dabei, was du haben wolltest. Bisschen ganz schlauer, was? Na gut. Mir soll es recht sein. Jetzt pass mal auf. Bürger erklärt dir eine halbe Stunde lang, wie man Tee riecht, riecht hier fast jedes Schloss kann. Oh, jetzt weißt du alles, was ich weiß. War doch gar nicht so wild, oder? Jetzt will ich mal in Ruhe eine rauchen. Viel Spaß damit und vielen Dank noch. Ja, viel Spaß beim Rauchen. Rauchen ist ungesund, aber naja. Schwester knacken auch noch. jetzt überlege ich gerade. Ich sollte speichern. Aber ich bin mir jetzt gerade ziemlich unsicher, was ich machen soll. Ja, wir möchten jetzt das verlassene Haus besuchen. Und zwar da. Da. Verschlossen. Merkwürdig, da brennt Lichter. Ich kann nicht um das Schloss zu knacken. Dankbar Stufe 17 erreicht. Tür auf. Was? Dieses Haus! Ich kenne es! Tony! Warte! Brandy? Libra? Das seid ihr ja! Das seid ja! Sie sind in Trance. Und hier, in diesem Haus, leben die Schatten ihrer selbst. Musstest du unbedingt wieder hinaus zu den anderen? Der Herzog hat Spione überall. Irgendwann. Es muss sein, Libra. Lazarin verlässt sich auf dich. Ich weiß, aber irgendwann wird der Herzog von eurem Treffen erfahren. Und dann, was wird aus uns? Es wird nicht mehr lange dauern, Liebste, das verspreche ich dir. Unsere Pläne sind schon weit fortgeschritten. Schon sehr bald wird Barnfields Schreckenherrschaft ein Ende haben und ein neuer Herzog den Thron besteigen. Ist ja schon gut. Es ist ja nur meine Sorge um. Vergiss es einfach und versprich mir, dass du auf dich aufpasst, Schatz. Keine Sorge, ich werde bald und wohlbehalten zurück sein. Was war das? Papier! Papier! Ihr solltet besser eure Fenster verrammeln, wenn ihr keine unverwarteten Besuch wollt. Auch wenn das der Herzog sein ist, es euch nicht gestattet, so einfach mein Haus anzubrechen. Ach ja, dann verklagt mich doch. Bei einer Gelegenheit könnte das Gericht dann auch über euch entscheiden. Wie meint ihr das? Ich rede von euren kosperalen Sitzungen, die eine Schnellsetzerin sein. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Eure Miene verrät das Gegenteil, aber keine Sorge, ich habe nicht vor, das Urteil über den Richter zu überlassen. Ich fälle den Richtspruch lieber selbst. Schuldig in einem. Damit jetzt das zeitgemäße Urteil zum Vorschein. Ja. Wie? Ja, genau. Martin. Ich dachte, er fällt jetzt über uns her, aber. Oh, Granny, schnell! Er hat es nicht auf uns abgesehen! Bei den Göttern, schnell nach oben! Bei den Göttern, ja, genau. Du meine Güte, der Herzog, das war nicht real, aber auch keine Fantasie. Was war das? Das waren unsere Erinnerungen, Granny. Ihr müsst in einer Art Trance gefallen sein, als wir diese Räume betraten. Und eben waren da noch zwei geisterhafte Gestalten, die euch aufs Haar glichen. Wie verschwunden in dem Moment, als ihr aus eurer Starre erwacht seid. Dieses Haus ist unser Haus. Wir hatten hier zusammen gelebt. Oh, und Julie mit ihrem Fressnapf. Julie? Verstehst du nicht, Randy? Julie ist auch hier zu Hause. Sie hat ihren Futternapf gefunden. Sie sieht nicht gut aus, unsere Julie. Sie ist halt kein Kampfhund. Du hast recht, sie hat ziemlich viel eingesteckt in letzter Zeit. Wir sind doch jetzt wieder zu Hause, Randy. Wie wär's, wenn Julie hier bleiben darf? Es wird immer gefährlicher und sie hat keine Rüstung. Ich bin ganz deiner Meinung. Sie hat sich etwas Frieden verdient. Wir sollten uns hier umschauen, Kinder. Dieses Haus bringt sicher noch weitere Geheimnisse. Ja. Julie! Ach ja, die Herr, ich erinnere mich wieder, wie ich früher hier meinen berühmten Hackbraten zubereitet habe. Und wenn du nicht gerade deinen berühmten Hackbraten gemacht hast, habe ich hier für uns beide gekocht. Schreckliche Erinnerungen werden wach, wenn ich daran denke, wie ob Libra und, mich hier zum Abspielen verdonnert hat. Wer glaubst du denn, hat hier abgespielt, wenn du dich mit deinen Kumpels zu euren konspirativen Sitzungen getroffen hast? Der Korb mit frischen Äpfeln. Frische Äpfel? Hier wohnt doch keiner. Ein Topf voller Honig. Hey, hier ist ein wertvolles Silberverlies,
Da ist Service drin. Dafür könnte man sich einen guten Preis erzielen. Finger weg von dem Tafelsilber. Das hat meiner Mutter gehört. Ach, was für Dinge du mich gerade wieder erinnerst. Tischdecken und ähnliches Zeugs. Pflanzen. Es geht weiter. Zwei Heiltränke und Riechsalz. Oh. Okay. Machen wir in der Story nochmal weiter. Nein, wir machen nicht weiter. Tee! Solange ich hier nicht alles untersucht habe, werde ich mich in diesem Haus nicht schlafen legen. Genau. Wir gehen aber trotzdem erstmal nochmal nach oben. Die Kisten sind alle leer. Wäsche, Unterwäsche, Damenunterwäsche. Ich wusste gar nicht, dass Libra solche Sachen trägt. Ich vermute mal, dass dir das früher ganz gut gefallen hat. Jede Menge Bücher. Heiliger Strohhack, was sind das denn für Titel? Von den Vampiren oder Menschensaugern. Von Werwölfen und anderen Tiermenschen. Künstliche Menschen. Schwarze Messen. Eine Fundgrube an Wissen. Jede Menge nutzloses Zeugs. Hey, zwei Totaler. In der Kiste habe ich meine Waffen aufbewahrt. Leer. Irgendwie habe ich das erwartet. Vielleicht hat Manfred die Waffen mitgenommen. Oder ihr habt es getan, Wendy, in einer anderen Zeit oder viel eher in einer anderen Wirklichkeit. Was meint ihr, Dankwart? Es ist offensichtlich, dass Manfred sich meiner Forschungsergebnisse bedient hat, um den Zeitlauf zu beeinflussen. Ein Ergebnis können wir hier in Wüsterburg betrachten. Stillstand. Euer Schicksal, Randy und Libra, lässt mich jedoch vermuten, dass Manfred noch einen Schritt weiter gegangen ist. Er hat den Zeitlauf direkt manipuliert. Er hat massive Veränderungen im Lauf der Dinge vorgenommen. Worauf wollt ihr hinaus? Alles spricht dafür, dass Libra und ihr in diesem Haus leben solltet. Aber dieses Haus ist verlassen und es scheint darin zu spuken. Ich vermute, der Herzog hat versucht, euch beide auszulöschen, indem er eure Existenz durch einen Eingriff in die Zeit unterbunden hat. Aber wir sind auch hier, Dankwart. Wir existieren. Ich weiß, liebste Libra, und das bestärkt mich noch in meiner Vermutung. Manfred hat meine Aufzeichnungen offensichtlich nicht so weit gelesen, wie sie ihm nützlich schienen. Entschuldigung, er hat die nur so weit gelesen. Das Universum besitzt gewisse Konstanten. An bestimmten, meist entscheidenden Punkten bilden sich Knotenpunkte im Zeitverlauf. Ich denke, dass wir einen dieser Punkte vor kurzem erreicht haben. Und da gibt es ein Vakuum. Ihr beide wart nicht mehr da. Die Götter, der Weltgeist, die kosmische Konstante, ganz gleich, wer auch für die Ordnung der Dinge zuständig ist. Es hat entschieden, dass ihr beide in dieser Welt existieren müsst, damit das Schicksal der Welt seinen Lauf nehmen kann. Ich bin der Hau drauf, dankbar. Kein Mann des Geistes. Könnt ihr das bitte noch einmal erklären für Dummies? Ja, Granny, diese Dinge lassen sich nicht so einfach in ein paar leicht verständlichen Sätzen packen. Ihr meint, dass alles, an das wir uns erinnern, die Realität ist, wie sie eigentlich sein sollte. Doch Manfred hat diese Realität verändert, um unsere Existenz zu rauben. Aber er hat sich verrechnet. Wir sind wieder hier, wo wir hingehören. Und wir werden ihn dorthin schicken, wo er hingehört. Sein Sarg. Ja, ich überlege gerade. Wir können jetzt nicht speichern, was hinter dieser Tür da liegt. Seht ihr erst beim nächsten Mal? Nämlich gehe jetzt raus, speichern. Und sage tschüss.